Vor gar nicht so langer Zeit war Personalbeschaffung für Unternehmen noch einfach. Eine Anzeige in der Zeitung oder auf einem Jobportal schalten und dann die besten Bewerber zum Vorstellungsgespräch einladen. Doch diese Zeiten sind vorbei. Denn durch neue Anforderungen im Job und den demografischen Wandel haben sich die Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt umgedreht, sagt der Wirtschaftsinformatiker Tim Weitzel aus Bamberg. Ein Drittel der offenen Stellen ist kaum oder nur mit sehr viel Mühe zu besetzen, teilweise gar nicht. Branchen wie die IT oder auch große Teile des Mittelstandes haben es da besonders schwierig. Also hat sich geändert, wie rekrutiert wird. Die Kandidaten werden anspruchsvoller, die Unternehmen werden sehr viel offener, mehr anzubieten. Deshalb gehen einige Unternehmen neue Wege, um passende Kandidaten zu finden. Ein Trend in den Personalabteilungen: Data-Driven Recruiting. Das heißt, die Firmen engagieren nicht länger menschliche Headhunter oder Personalberater, um Stellen zu besetzen, sondern setzen zunehmend auf Algorithmen und smarte Maschinen. Der Vorteil? Diese können sehr viel schneller, sehr viel mehr Kandidaten scannen. Weitere Chance für Unternehmen, wenn man Maschinen in die Prozesse aufnimmt, wenn man eine Systemunterstützung ausweitet, sind natürlich zum einen, dass die offenen Stellen besser, passgenauer besetzt werden können. Sind zweitens, dass man vielleicht es schaffen kann, geeignete Kandidaten besser, früher und präziser zu identifizieren, anzusprechen und damit auch eher einzustellen als die Konkurrenz. Talente schneller finden als die Konkurrenz. Genau das verspricht das Berliner Recruiting-Startup Talentwunder. Ihr Algorithmus durchsucht Profile auf Business-Netzwerken wie Xing und LinkedIn, GitHub und ResearchGate nach passenden Kandidaten und berechnet dann den Wahrscheinlichkeitswert dafür, dass sie oder er auch offen ist für ein Jobangebot. Den berechnen wir zum Beispiel dadurch, dass wir sagen, wie lang ist die Person in diesem Job, aber auch Faktoren, zum Beispiel, wann war das letzte Profil-Update und was wurde geupdatet. Wir haben zum Beispiel erkannt, dass ein starkes Signal für einen Jobwechsel auch ist, wenn jemand ein neues Profilfoto hochlädt und sich damit eben hübsch macht für einen neuen Job. Solche Informationen sollen es Unternehmen ermöglichen, den richtigen Menschen schon anzusprechen, bevor dieser überhaupt nach einem neuen Job sucht und dann vielleicht bei der Konkurrenz landet. Auch das Hamburger Startup Talerio nutzt Daten, um Unternehmen und Menschen passgenau zusammenzubringen. Doch bei Talerio verlässt man sich nicht auf Informationen aus sozialen Netzwerken. Stattdessen müssen alle Kandidaten einen 30-minütigen Online-Test absolvieren und zeigen, was sie wirklich können. Er testet unterschiedliche Dimensionen ab, sind Dimensionen wie Fachwissen oder wie sorgfältig bin ich, wie löse ich Probleme, wie gehe ich an Problemstellungen ran, löse ich schnell, löse ich langsam, also was bin ich da für ein Typ. Dieser ganze Test umfasst am Ende sehr, sehr viele Datenpunkte, die wir dann zu einem Datenprofil zusammensetzen. Für Barke hat dieser Ansatz natürlich gewaltige Vorteile. Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Jobsuchende. Sind Sie einmal mit Ihrem Profil in der Datenbank zu finden, müssen Sie nicht Ihre Lebensläufe anpassen oder Bewerbungsschreiben rausschicken. Gleichzeitig werde ich wirklich nur auf den Daten und Fakten bewertet, die eben der Test oder die Daten ergeben haben. Das heißt, ich kann nicht auf irgendwelchen basierenden Kriterien diskriminiert werden. Sei es die Hautfarbe, sei es die Herkunft, sei es mein Abitur. Vorurteilsfrei, objektiv, schnell und präzise wollen die Jobvermittlungsautomaten aus dem Netz also sein. Tim Weitzel ist trotzdem skeptisch, dass schon bald die Algorithmen alle Personalberater ersetzen. Der Mensch soll von naiven, von banalen Routineaufgaben entlastet werden, weil die Maschine einiges besser kann. Dadurch kann die Maschine Zeit freisetzen, die es dem Recruiter erlaubt, Dinge zu tun, die er wiederum besser kann. Beispielsweise kann die Maschine besser 10.000 Lebensläufe durchsuchen. Dafür kann der Recruiter wahrscheinlich besser mit den Kandidaten reden. Bis nun noch eine kluge Maschine Bewerbungsgespräche führt, wird es also noch dauern. Und sollte es dann tatsächlich irgendwann soweit sein, wird sie wahrscheinlich keine Menschen mehr einstellen, sondern lieber einer anderen Maschine den Job geben.